Da war gerade ein anderes Fenster offen von meinem Microsoft. Das muss ich mal eben kurz ein wenig... Alter, hallo, was ist denn jetzt hier los, ey? Nicht aktivieren. Weg da. Aus. Weg. Okay. Also mein Microsoft-Fenster geht andauernd auf. Mein Gott, ey, lass mich doch in Ruhe. Aus. Ja. Lass mich doch in Ruhe damit mit dem Scheiß. Ich kann gerade nichts machen. Boah. Ah. So, bitte. Mein Gott, ey, so viel Scheiße gerade. Okay, jetzt muss ich mal kurz gucken, ich muss mal kurz überlegen, wie mache ich das am besten. Mach das jetzt hinter mir. Das heißt, der ist jetzt natürlich ein bisschen schneller als der andere. Und der will mich jetzt auch so holen. Aber ich werde es nicht zulassen. Du hast etwas Zeit gegen das Auto hinter dir verloren. Ja, nee, echt jetzt? Scheiße! Naja, bald okay, so weiter. Ich wollte das jetzt nicht auf mich sitzen lassen. Ach man! Ja, ich fahr rein. Ich hol mir jetzt die gelben Reifen. Der Frontflügel ist schwer beschädigt. Wir registrieren einen deutlichen Abtriebverlust. Okay, Box, Box, Box. Wir passen die Strategie an. Kommt diese Runde rein. Scheiße, dann werde ich wieder weit hinten sein. Gut, Aserbaidschan erstmal wieder abhaken. Aserbaidschan ist wieder so eine Strecke, wo ich mir denke, boah, Monaco Revival 2.0. Wie gesagt, hier diese zwei Kurven hier, ne? Diese Kurve, die gleich kommt, die wird hart sein. Und das Schlimme ist, ich kann die nicht mal mehr schnell nehmen. Ich muss sie so langsam nehmen. Jetzt halt bin ich schon ganz kaputt. Ich kann die halt nicht mehr ordentlich nehmen. Und hier bin ich jetzt... Warte, stopp, da gehe ich mal in Neupende. Was, Rennleitung? Ich kann keinen Rückblenden machen. Irgendwann ist auch sind noch Rückblenden vorbei, ne? Also nicht wahr. Oh nein, die Session neu starten noch auf keinen Fall. Was ist passiert? Bist du in Ordnung? Nee, ich bin nicht in Ordnung. Ich werde gerade von hinten angeschoben. Oh, das ist geil. Ich darf doch nochmal. Hier ist nicht die Rundenzeiten fallen zurück. Komm zur Reparatur an die Box. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ich durfte gerade noch nicht auf zurückblenden, deswegen darf ich das jetzt. Das finde ich gut. Manchmal muss man das zwar alles akzeptieren, aber ich fahre jetzt auf Gelb weiter und dann fahre ich zu Ende. Wenn ich Fehler mache, wenn ich dann einen Fehler mache, tut mir leid, Leute, dann ist es halt so. Aber ich hatte auf jeden Fall Spaß, muss ich sagen. Ja, komm, fahrt vorbei. Wow! Wenn das nicht kaputt gegangen wäre, dann weiß ich auch nicht weiter. Scheiße, ey. So, jetzt fahre ich die gelben. Ich habe zumindest meine beiden Reifenmischungen fertig. Es sei denn, man hat... Los, Probleme. Fahr jetzt! Mit was auch immer. So, ich dürfte eigentlich... Ach, guck mal, da ist noch einer in der Box. Cool. Damit haben wir unsere Strategie durch. Mach das nochmal in der Box. Mach das macht bis ins Ziel schaffen. Ja. Alles klar, Massa ist auch in die Box gegangen.
glaube, der hat irgendwas abgekriegt. War ich das etwa? Ich hoffe nicht. Ah, ich habe da wohl angeblich sehr draufgängerisch reagiert. Aber ich kann wieder ordentlich fahren, das ist mal gut. Vielleicht... Oh, Alter, die Kurve. Wir hämmelten mir da schnell eine Runde. Vor allen Dingen, ich war erst Sechster, ne? Und dann passiert mir so ein Blödsinn. Wäre ich da mal bloß, hätte ich da mal schon die Rückbände verwendet, irgendwie. Hätte, ist nicht. Abhaken, Aserbaidschan einfach abhaken und zum nächsten Rennen kommen. Und das Beste jetzt noch mitnehmen, Rennen 19. Platz mitnehmen. Und dann läuft der Hase schon. Ach guck mal, da ist ein Auto ausgefallen. Nein, nein, ach, Mann! Stopp in dieser... Was ist denn das immer? Warum habe ich denn da... Warum rutsche ich da denn jedes Mal aus? Ich verstehe das nicht. Ich fahre doch ganz ordentlich. Guck mal, zack, und schon wieder. Ich wär schon wieder ausgerutscht. Und gleich unten, gleich hier in der einen Kurve. Da kommen auch immer ins Rutschen. Es wird noch echt, werden noch echt 14 Runden. Oh. Mann! Ich ärgere mich gerade so ein bisschen. Entschuldigung. Ich ärgere mich gerade, Mann. Oh. Ich freue mich zwar irgendwie, dass ich die Stadt überhaupt fahren kann, dass ich immer noch dabei bin. Ja gut, okay, mit dem Rückblenden ist es ja auch kein Problem. Aber ich will eigentlich keine Rückblenden verwenden, normalerweise. Aber das waren jetzt so viele Rückblenden, das ist schon nicht mehr schön gewesen. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 20,8 Sekunden. Ja. Das werde ich auch nicht mehr... Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 9,9 Sekunden. Warte mal. Ich fahre ein bisschen mager. Wenn wir ein bisschen Benzin sparen, dann werde ich mal ein paar Runden dann gleich auf Fett fahren können. Okay, alles klar. Hab ich gemeistert. Ich bin mit meinen Reifen schneller. Das heißt, Massa dürfte eigentlich keine Probleme machen jetzt. Es sei denn, ich mache noch irgendwie Probleme mit irgendeiner Kurve oder was auch immer. Da ist schon wieder ein Auto ausgefallen. Also ist das immer das Gleiche. Der hat wahrscheinlich auch nicht richtig die Kurve gekriegt. So wie ich. Und ist dann schneller gekommen. Aber ich finde es cool. Aserbaidschan. So. Welches Auto? Wo muss ich da gucken? Grüne Flagge. Ah, okay. Hamilton! Hamilton ist raus! Wie geil ist das denn? Eine Matze bekommt ja auch keinen Punkt, ist doch scheißegal. Sehr geil. Läuft bei uns. So, fahre ein bisschen konzentriert hier gerade. Und dann können wir gleich, hoffe ich, zum Ende kommen, würde ich mal sagen, oder? Fragezeichen. Es sind ja nur noch 12 Runden. 12. Vor allem. Da ist schon wieder einer am Anfang. Und das ist bestimmt der Hamilton wieder, ne? Das ist bestimmt der Hamilton. Der da so komisch fährt. So.
Jetzt hier die Runde nach Turin. Jetzt durch die Burg. Boah, Alter, das war knapp jetzt. Das war jetzt knapp, würde ich mal sagen, wa? Überrundung. Ist der Hamilton jetzt reingekommen? Heißt, der Hamilton fährt gleich wieder raus. Ja. Alles klar. Hamilton fährt dann gleich wieder raus oder bleibt da drin? Benzinplanziel ist plus 2. Bitte umstellen auf Mischung 2 oder 3. Ja, sofort, Mister. Ja, und außerdem habe ich nicht 2 Benzin, sondern 1,55. Ich mache auf 2 hoch und dann stelle ich gleich auf Fett. Sechzehn sind wir jetzt sogar. Na, was wird denn noch was hier? Aber ein Punkt? Keine Ahnung. Punkt werden wir wahrscheinlich beide nicht kriegen. Hamilton nicht und ich auch nicht. Und das heißt, ich habe das ja in der letzten Folge ja schon angekündigt, wenn Raikön 25 Punkte holt und Matze keine Punkte, dann ist Raikön an mir vorbei. Dann hoffe ich mal, dass Bottas erster ist. Und Raikön zweiter. Nicht jetzt, dass ich das Raikön nicht gönnen würde. Aber jetzt geht's Schlag auf Schlag. Ne? Jetzt fahren wir 60% und keine 40% KI mehr, sondern 60%. Das heißt, das ist jetzt richtig krass. Und ich glaube sogar, dass Hamilton erster ist. Hamilton ist schon Raikön. Wenn jetzt hier schon eine Rennen, schnelle Runde nach der anderen fährt. Fahrer hinter mir. Massa hinter dir. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 12,6 Sekunden. Okay. Sie fahren mit 9 Mediums. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 52,8. Alles gut. 12 Sekunden, 21 Sekunden habe ich auf Wehrlein. Oh oh. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Oh Mann! Tut mir leid, aber... Das war eine Rückblenden-Show. Ich glaube, ich nenne die zweite Folge so, die Rückblenden-Show. So oft habe ich noch nie... Alter! So oft habe ich noch nie Rückblenden verwendet hier heute. Ich bin fertig heute, glaube ich. Ich bin richtig fertig. So, okay. Wir haben gleich 2 Runden extra. Heißt, ich werde gleich mal ein wenig auf Fett fahren. So auf den Geraden zumindest werde ich dann auf Fett fahren. Dann werde ich auf Standard immer zurückstellen und auf den Geraden einfach wieder auf Fett umstellen. So wie jetzt zum Beispiel. Ich stelle jetzt auf Fett um. Jetzt wieder umgestellt auf Standard. Die nächste Gerade ist ja hier jetzt nicht. Die nächste Gerade, die meine ich nicht. Die nächste Gerade meine ich auch nicht. Und die kurvigen Sachen, die meine ich natürlich auch nicht. Das heißt, die nächste Gerade wird gleich wieder sein bei Start und Ziel. Da kann ich dann auch Fett machen. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 23,3 Sekunden. Okay, ja. Ja, Wehrlein ist ja auch ein guter Fahrer. Ist nur im falschen Auto. Meine Meinung. Alter! Boxenstopp! Wie oft ich jetzt schon gestorben bin, oder?
meine Fresse, ey. Ich hasse diese eine Kurve hier. Ich muss da immer richtig vorsichtig fahren, weil sonst bin ich wirklich weg vom Fenster. Ja, wir haben noch 10 Runden. 10 Runden? Also, wir müssen hier den Reifen ausgerottet machen. Reifen, vor allem Reifen. So, erstmal wieder fett machen. Master kommt gleich von mir ran. Alonso ist in der Boxengasse. Alonso ist hier draußen. Gut, das heißt 15. könnte ich schon mal werden. Wenn ich an Alonso dranbleibe. Okay. Was mache ich hier bloß? Ich konzentriere mich gerade, aber... Boah, ich schwitze gerade in meinem Körper. Ja, ein bisschen ruhiger muss ich schon sein, wenn ich hier noch was reißen möchte. Weil ich weiß ja, dass einige Leute noch rein müssen, um auf die gelben Reifen zu wechseln oder zumindest auf die weißen noch. Da ist Alonso. Aber ich werde bestimmt gleich wieder mein Dings nehmen. Oh, ich habe eine schnelle Runde gerade. Alter, habe ich die gut genommen jetzt gerade. Was ist denn da los? Ich habe auch Fett gemacht. Ja gut, okay, ich habe auch Fett. Eine schnelle Runde fahre ich auf jeden Fall gerade. Und da habe ich eine schnelle Runde von 1,50. Aber ist leider nicht, macht ja nichts. Okay, Alonso, jetzt muss ich mich natürlich nur eben zurechtlegen. Da ist Alonso. Den hole ich mir jetzt als nächstes. Ich stelle mir gerade vor, wie heiß das gerade da in Aserbaidschan ist. Und du sitzt da im Auto drin und schwitzt dir hier von Eis ein Abhängen. So schwitze ich gerade am ganzen Körper. So, weil ich das Gefühl habe, dass es richtig heiß ist. Das ist krass, ey. Okay, jetzt wird es ganz interessant. Wie mache ich die Kurve? Ich will die eigentlich nicht machen. Okay, sehr gut. Ich glaube, hab die gut genommen. Okay. Gelb ist gelb. Ah, ja! Dein Frontflügel hat etwas abbekommen. Scheint nur geringfügig zu sein, aber geh es etwas ruhiger an, um das Problem nicht zu verschieben. Ja, okay, ich bin an Alonso vorbei. Zwar ein bisschen komisch, aber... Aber ich bin vorbei an Alonso. Gut, es sei denn, er benutzt jetzt seinen Speed-Knopf, den McLaren ja hat und in dem Jahr. Ja. Und kommt dann auf einmal vorbei. Ich habe den Fettknopf immer noch angelassen, ne? Ja. Ich müsste mal runterschalten, ja. Es war 15. Mehr ist nicht zu holen.
Okay, auf Standard erstmal. Mehr ist irgendwie nicht zu holen. 15. momentan. Wo ist Wehrlein? In welcher Kurve? Wo kann ich ihn holen? Und ich darf nicht vergessen, Alonso ist hinter mir. Alonso fährt ein McLaren. Wollte ich nur mal eben sagen. Er ist also eigentlich nicht so schnell. Deswegen wundere ich mich gerade, warum er trotzdem noch hinter mir ist. Matze, du fährst nicht schnell. Ach so, okay, klar. Klar, ich fahr gerade nicht so schnell. Zwischen dir und deinem Hintermann ist nicht groß. Euch trennen nur 2 Sekunden. Oh, meine Fresse, ey. Ich hab doch nichts gemacht. Der hat mich gerade aufgehalten, der Typ. Ich mag's nicht. Ich mag's nicht. So. Okay. Ja, auf Standard, ne? Ja. Oh, da ist ein Auto aufgefallen. Da ist ein Auto langsam, oder was? Ja. Ein paar Informationen zu Hamilton. Anscheinend ist das Problem gravierend. Er gibt auf. Das ist gut. Aber nicht gut für mich. Ist da hinten. Okay, alles klar. Das ist ja kein Thema, der hat sich einfach in den Ecke gestellt und heult halt. Ich freue mich zwar einerseits so für Hamilton, für Raikön meine ich. Raikön anscheinend der Erste ist. Ich würde mich aber eher freuen, wenn Bottas Erster wird. Weil wie gesagt, ich hole ja auch keine Punkte. Hamilton holt keine Punkte. Ja. Wie gesagt, was will man bei 60% noch machen, ne? 60% KI-Stärke, meine ich. Das ist jetzt stärker, als ich vorher eingestellt habe. Also wie gesagt, das dürfte ja eigentlich machbar sein. In einigen Kurven komme ich jetzt auch irgendwie komischerweise rum. Ich habe keine Ahnung, wie rum. Warum? Nicht wie rum, sondern warum. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 3,2 Sekunden. Ja, okay. Sehr geil. Habe ich auch gut gemeistert gerade. Boah, ich komme an die Leute noch nicht ran. Wir haben nur noch 6 Runden. 6 fucking Runden noch. Okay, Alonso kann ich schon mal vom Leibe halten. Das war aber auch klar, dass ich das schaffe. Ja, Alonso halt mit seinem Auto halt nicht viel reißen kann. Mit seinem McLaren 2017er. 2018 kann er umso mehr reißen. Da hat er jetzt einen anderen Motor drin. Hui, das war knapp jetzt. Da wäre ich jetzt fast gegen die Wand gefahren. Oh ja, ich habe ja noch ein paar Rückblenden, wa? Der Rückblenden-Master hier, ey. Matze, pass auf, ich bin sonst geblendet. Gerückblendet. Okay, er versucht wieder Witze zu reißen. Was ist da bloß los mit dem Typen, ey? Okay, der Abstand zum Vorder-
13,8 Sekunden. Okay, 13,8 ist nicht viel. Ich muss nur eben gucken. Ist nicht dein Ernst, oder? Ist nicht dein Ernst. Gut, wir brauchen es nur noch 5 Runden aushalten. 5 Runden nur aushalten, mit Rückwänden. Dein Frontflügel hat etwas abbekommen. Scheint nur geringfügig zu sein, aber gehe es etwas ruhiger an, um das Problem nicht zu verschlimmern. Ja, ist mir klar. So, das ist mal schön fett. Damit ich auch an die anderen noch rankommen, weil die haben ja auch alle gleich hier DRS. Und ich nicht. So, auch nochmal. Jetzt habe ich auf Standard gestellt. Das heißt, Alonso halte ich jetzt mir vom Leib. 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Das ist doch super. Wenn ich jetzt auf Standard weiterfahre oder was, kommen wir jetzt mit 5 Runden nur mit dem Benzin aus. Das ist doch super. Aber ich will gucken, ob ich da noch mit den Leuten noch rankomme. Okay, da habe ich schon mal eine Bestzeit gerade. Ja, aber Österreich wird besser. Da ist recht gleich. Also Aserbaidschan hake ich erstmal ab. Das ist noch so eine Art Lernstrecke für mich. Da mochte ich Russland lieber. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wie habe ich das jetzt gemeistert, sag mal? Die Kurve habe ich doch sonst nie geschafft. Ja, die eine Kurve, die muss ich noch gut meistern jetzt. Ist das gut, da schnell vorbeizufahren, oder ist das gut, da nicht so schnell vorbeizufahren? Mann! Ich verstehe das nicht, ich komme doch immer ins Trudeln, ey. Scheiße. Der Rückblenden-Man. Oh Mann, ey. Wir sehen geringfügige Schäden am Frontflügel. Schone den Wagen, bis wir ihn repariert haben. Wir wollen nicht, dass es sich verschlimmert. Ja, ist ja gut. Ist okay, 32% auf die Reifen. Oi, so. Da war jetzt aber nochmal viel Schmackes drin. Och Mann, jetzt echt jetzt? Ja. Geringfügig zu sein, aber gehe es etwas ruhiger an, um das Problem nicht zu verschlimmern. Ja, das machen wir gleich. Alter Schwede, ey. 3 Runden noch. Ja, werden wir meistern. Ja, Meister. Es wäre geil, wenn ein paar Leute ausfallen würden. Für mich 10. wäre, dann habe ich ein Pünktchen. Okay, da müssen noch 5 Leute rausfallen. Nein, ich glaube nicht, dass das passieren wird. Vielleicht höchstens nur einer, aber das war's dann auch. Ich sehe aber Potenzial. Echt jetzt? Echt jetzt? Gut. Boah, Alter, so oft habe ich noch nie Rückblenden verwendet. Es tut mir echt leid, ey Leute. Wir sehen geringfügige Schäden am Frontflügel. Schone den Wagen, bis wir ihn repariert haben. Wir wollen nicht, dass es sich verschlimmert. Es tut mir echt leid, ey, dass ihr mir hier so viele Rückblenden heute seht. Aber das ist halt Aserbaidschan, eine neue Strecke. Neues Glück. Ich werde mal gucken. Ich werde mal 2016 nochmal installieren. Dann werden wir da auch einfach so eine Meisterschaft fahren. Mit, Sebastian Vettel, werde ich mal gucken, ob ich da auf Mittel fahre oder so. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir da auch mal das machen. Ob dann Aserbaidschan da
schlechter ist oder besser ist. Weil ich meine, das ist ab 2017 schlechter geworden. Aserbaidschan. So vom Fahrverhalten her auch. Weil die Reifen viel mehr... Ja, super. Drei Runden haben wir auch noch. Also vielleicht noch zwei. Und zwar jetzt. Weil ich glaube, es hat sich irgendwie zu letztes Jahr ganz schön verschlechtert. Also meine Meinung verschlechtert, weil in einigen Kurven kommt das Auto total ins Schleudern. Er wird langsamer. Anscheinend hat er ein Problem mit seinem Auto. Oh, das heißt, Massa kommt vorbei, oder was? Das ist super. Das werde ich auf jeden Fall mal testen mit der 2016er Version. Ob ich da mit Aserbaidschan besser fahren kann? Wir haben die auf Mischung 2 umzustellen. Umstellen auf Mischung 2. Ja, Entschuldigung. Ich stelle sogar Mischung 1 um. Was meinst du? Ja, weil ich kann ich in der letzten Runde nochmal Gas geben. Würde ich mal sagen. Weil jetzt kann ich auf einmal die eine Kurve hier kann ich fahren und die andere Kurve kann ich noch nicht fahren so richtig, wenn ich dann einmal irgendwo gegenkomme, dann komme ich irgendwie in die andere Wand und schon ist das Auto weg. Wenn wir es online gemacht hätten, dann wäre ich schon lange raus. Dann wäre ich schon... Wäre ich wahrscheinlich in der ersten Runde schon raus. Zack, und schon fahre ich dagegen und schon patsch ich da hier gegen und dann bin ich weg. Was ist das für eine Scheiße? Hier ist mal das Gleiche, ey. Mann, ich mag die Strecke eigentlich ganz gut. Weil das ist eine Stadtstrecke, die würde ich eher bevorzugen als die von Monaco. Also um jetzt mal klar zu deuten. Monaco finde ich ist eine coole Strecke, aber ich komme in Monaco einfach nicht klar, weil ich in dieser eine Kurve halt nicht klarkomme. Ha, dieser Vue von Monaco, würde ich mal sagen, oder? Aber wir kommen hier halt mehr durch. Wir fahren das Rennen bis zum Ende. Guck mal, da habe ich auch schon meine zwei Titel. Für zwei Folgen. Der Abstand zu deinem Hintermann vergrößert sich jede Runde deutlich. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Ja, ich weiß. Geil, ne? Wir müssen ja auch nur noch eine Runde gleich fahren. Also eine Halbrunde quasi noch. Also die Runde und die letzte dann. Zwei Runden. Noch aus. Ja, meinst du, ich komme an die Leute noch ran? Das wäre so ultra geil. Zwei Runden kommen mit der Benziner aus. Das heißt, ich fahre in der letzten Runde voll mit Fett und ich gucke, was ich damit noch reißen kann. Wünsche mir Glück, dass ich noch einen Fahrer so überholen kann von denen da, was der vor mir ist. Wehrlein oder so, keine Ahnung. Ob ich den noch überholen kann. Ich weiß auch nicht genau. Wie gesagt, so oft wie ich hier Rüppeln verwendet habe, das dürfte ja eigentlich kein Problem sein. Also das habe ich jetzt hier gut gemeistert gerade. Aber die eine Strecke, die eine Kurve hier, die kriege ich nicht hin. In jeder Runde bis jetzt. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 5,3 Sekunden. Oh, vom Vordermann 5,3 Sekunden. So, mal gucken. Kriege ich die Kurve jetzt hin? Die Kurve kriege ich hin. Die Kurve habe ich auch gekriegt, den kriege ich sehr gut. Okay, dann mache ich jetzt auf. Mal jetzt auf Fett. Und dann gebe ihn. Vielleicht kann ich noch ein bisschen was reißen. Und dann. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Ja. Die anderen kommen schon da an, ans Ziel. Okay, letzte Runde, letztes Glück, Platz 15 leider. Was wir machen, aber ist auch egal. Wie gesagt, wir fahren jetzt in einer schwierigeren Schwierigkeitsstufe. Das heißt nicht mehr 40%, so wie ich das am Anfang eingestellt habe, sondern tatsächlich
mit 60% und Raikön ist tatsächlich noch Erster geworden. Ja, Glückwunsch Raikön. Das heißt, du bist auf jeden Fall Erster, an mir vorbei. Zweiter Platz. Den Hamilton wird noch Erster bleiben. Und wir werden das dann in Österreich austiften. Ich hole mir das alles wieder in Österreich. Alles. Da hole ich mir alles wieder. Aber frag nicht nach einer Sonnenschein. Und wie ich einfach da, wie ich einfach da rankommen kann. Ey. Wow. Okay. Okay, okay, okay. Läuft. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Jetzt aber. Kann ich ihn noch holen? Ich glaube nicht. Oh, Alter. Ich die Kurve, ich krieg die Kurve, ich krieg die Kurve. Egal, ja gut, okay. Schade. Aber 15. Machst du nix? Machst du nix? Das hat leider nicht sollen sein heute. Ach, schade. Das Rennen ist vorbei. Pass auf dein Auto auf, während du reinkommst. Naja, mach ich schon. 15. Platz, Alter Schwede, ey. Naja. Da also und steigen aufs Podium. Egal, wo man hingeht, überall auf der Welt dominieren die Flaggen mit dem springenden Pferd. Und auch heute sind sie wieder naja, sehr für mich aber nicht. Ferrari steht das ist nur für Raikön. Der guckt irgendwie so ganz komisch. So ganz grimmig heute. Die haben so ein Funkeln im Auge. Ja, ich hab gewonnen. Ja, ist ja klar. Ist ja gut. Ist ja gut, ist ja gut. Dankeschön, Raikön. Zumindest gewonnen hast. Sehen wir uns was ist eigentlich passiert? Fahrerrangliste an. Der Vorsprung unseres Führenden ist nach dem schwachen Resultat heute geschrumpft. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer ist. Ich aber, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Strafe gekriegt, ne? Aber nicht, keine Strafe, nix. Ich habe einfach nur scheiße gefahren. Es ist schön zu sehen, dass ihr es auch erreichen könnt. Raikön und Grosjean rausgefahren. Mein Blick auf die Konstrukteurskarte. Hamilton und Grosjean sind rausgefahren. Ferrari hat die Führung in der Rangliste übernommen. In der Zwischenzeit klettert Renault mit einer weiteren starken Leistung dieses Wochenende in der Rangliste nach oben. Was war das für ein Wochenende? Wir hoffen, dass ja, ihr auch nächstes Mal zu einer weiteren Hamilton, Raikön, sag ich ja, Raikön ist vorbei, ist zwei Punkte hinter mir. Das heißt, im nächsten Rennen könnte ich wieder an der Spitze kommen, wenn ich Erster werde und Raikön wird Zweiter, ja, oder, ja, wenn Raikön Zweiter wird, das wäre natürlich geiler. Weil dann hat ja Hamilton noch Chance auf Platz 3, das heißt 15 Punkte. Das wäre natürlich geiler, dann hätte ich 3 Punkte schon mal in Führung. Aber das dann alles im nächsten Rennen, würde ich mal sagen, oder? Also, das ist hier und Ferrari ist jetzt wieder vorne mit 11 Punkten, weil ja Bottas, wie viel hat Bottas geholt? Bottas hat nur 4. Platz geholt, nur 12 Punkte geholt. Ja, aber dafür hat Raikön 25 geholt, das heißt mehr Punkte als Bottas. Ja, okay, sollte auch, wird auch klar sein. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Lasst einfach eine kleine Bewertung da und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder zur Formel 1 2017 in Österreich übrigens. In Österreich kommt dann. Jawohl. Ich freue mich in Österreich total. Ja, in dem Sinne, haut rein. Bis dann. Und ciao.